Er hätte Bulle werden können. Ein verdammt guter. Doch er machte einen Fehler. Zog Kriminelle ab, die keine Regeln kannten. Die wollten ihn kriegen, doch er konnte entkommen. Seitdem durchstreift er das Land mit seinem einzigen Freund, dem kleinen Jungen. Ein Gesetzloser, der andere Gesetzlose abzieht. Ein Ausländer. Ein Abtrünniger. Kalmak Kanak. Dieser fiese Schlägertyp rechts im Bild denkt wirklich, er kann einen kleinen Jungen vermöbeln. Doch da gibt es jemanden, der hat etwas dagegen. Kalmak Kanak, glaubst du dem? Nach einer wahren Geschichte. Kalmak Türkiye yok. Wie üblich teilen sie ihre Beute brüderlich auf. Es dauert zu lange. Gewalt braucht Zeit. Kalmak Hunger. Blaues Meer. Seine Sinne geschärft wie die Schwerter des Herrn. Und wenn die Nacht einbricht und der Mond am Himmel steht, dann ruf seinen Namen, ich weiß, dass er dich hört. Kalmak Kanak. Doch durch sein Talent lebt der kleine Junge in großer Gefahr. Immer nur Döner, Döner, Döner. Können wir nicht mal was anderes holen, so wie Italienisch oder Griechisch oder zum Mexikaner?
Nee, doch lieber griechisch. Schön Gyros. Ja, Gyros, lecker. China-Falle, das wäre auch gut. Aber nein, Döner, Döner, Döner. Nach einer mehrstündigen, atemberaubenden, spektakulären und epischen Verfolgungsjagd durch die ganze Stadt kann Kalmak die Entführer stellen. Es kommt zum Showdown. Wer seid ihr? Plötzlich spürt er eine Kraft, die ihm bisher unbekannt war. Weißer! İrani hasti. Kalmak İrani nist. Nach einer 16-stündigen, nervenaufreibenden Suche nach seinem besten Freund, dem kleinen Jungen, kehrt Kalmak Kanak an den einzig sicheren Zufluchtsort zurück, den er kennt. Tiefer Trauer erinnert sich Kalmak an die guten Zeiten mit seinem besten Freund, dem kleinen Jungen. Stark! Stark!
Hallo, warum heulst du? Hallo, ey, wir sind kein Schwulenbach, auf zu heulen hier. Was ist dein Problem? Mein Freund, kleiner Junge. Kleiner Junge. Stimmt, der kleine Scheiße ist gar nicht da. Wo ist er? Männer, hol kleine Junge. Was für Männer? Kalmak, was für Männer? Männer in Schwarz. Waren Kenianer, waren Kongolesen, nein. Waren was war das? Nigerianer, was für schwarze nein. Männer? Männer, alles schwarz. Versuch dich zu erinnern, alles schwarz, richtig. Du kannst doch den Jungen nicht verlieren, das ist doch kein Fahrschein. Erinner dich, trink. Keine Ahnung. Trink jetzt. Hier, weiter trinken. Konzentrier dich. Das ist ein Problem, dass du keine Ahnung hast. Was kann man machen? Lass mich überlegen. Ich komme auf eine Idee. Trink. Dies auch. Hör auf zu heulen! Ich hab eine Idee. Warte. Ich hab was, das kann uns helfen. Hä? Damit wirst du dich erinnern. Du musst deinen inneren Frieden finden, so wie ich, dein innerer Bruder. Verstehst du, was ich meine? Innere Ehre. Ich hab dir gesagt, du sollst dich verbessern! Einatmen. Ausatmen. Weg damit, inhalier. Versuch dich zu erinnern. Nein. Okay. Mach deinen Kopf runter. Erinner dich. Was siehst du? Schwarze Männer. Falsche Erinnerung, andere. Schwarze Männer. Der Buchstabe. Ich bin der Papa. Ich bin der Papa? Wer ist der Papa? Halt Ausschau nach dem Meteor. Sprich Deutsch. Verdammter Hauptschüler, alles muss man dir aufschreiben, du Behinderter. Kann doch nicht wahr sein. Meteor ist doch eindeutig, das weiß doch jeder. Karl Mark, hier findest du ihn. Sag mal, bist du Ossi? Karl Mark, nicht Ossi. Rette den Jungen, Karl Mark. Finde den Meteor. Jetzt kommt die übliche, der Protagonist bereitet sich auf den ultimativen Endkampf vor, Montage.
Meteors Hauptquartier. Wollung, warte. Ist es Butter oder ist es Margarine? Margarine? Wieso? Sag mal, weißt du nicht, wie gefährlich Margarine ist? Nein. Schon was von Transfettsäuren gehört? Nein. Transfettsäuren sind künstlich gehärtete Pflanzenfette. Echt? Künstlich. Du verstehst, was das bedeutet? Guck mal, ich zähle jetzt mal die Gefährlichkeit von Transfettsäuren auf, okay? Nein. Hör mir zu. Erstens, sie verringern die Zellmembran, die Wiederherstellung der Zellmembran. Das bedeutet, deine Zellmembran wird nicht aufgebaut, kriegt keinen Sauerstoff und stirbt von innen. Deine Zellen ersticken, Ollum. Warte! Es gibt neueste Erkenntnisse aus Amerika, dass ein richtig großer Teil von Amerikanern an Transfettsäuren stirbt. Ey. Und weißt du warum? Nein. Weil die Margarine fressen. Schon mal diese Sprüche gehört? I can't believe it's not butter. Nö. Das ist Margarine. Sie sagen nur Butter, schreiben sie rauf, aber ganz klein. I can't believe it's not. Keine Margarine. Okay? Damit die Leute denken, es wäre Butter. Ach. Und dann fressen sie die Margarine und dann sterben sie. Und sie werden fett. Guck mal, das ist nicht nur, was ich gerade gesagt habe, es ist sogar noch mehr. Da sind mindestens 18 Chemiestoffe drin, die dein Körper von innen ficken, Ollum. Verstehst du? Das heißt, du kriegst Herz-Kreislauf-Krankheiten, du kriegst Diabetes, du kriegst Herzkrankheiten, du kriegst alles. Warte, hast du Frauen? Ja. Hast du Kinder? Ja. Du hast eine Frau, ein Kind? Sei glücklich, Ollum. Weißt du, warum Deutsche so wenig Kinder haben? Nee. Wegen Margarine. Margarine macht Frauen unfruchtbar. Echt? Hast du schon mal Araber gesehen, die Margarine benutzen? Schon mal arabisches Restaurant gewesen und gesagt, ich möchte mit der Margarine haben? Hast du schon mal gehört? Nein. Warum? Die nehmen Butter oder Schafskäse. Deswegen, wir haben 18 Kinder, deutsche Frauen 1,4 Kinder. Warte, hast du schon mal gesehen, was mit Margarine passiert, wenn du einen Wald machst? Kein Tier frisst die Scheiße. Keiner frisst es. Tiere fressen Scheiße. Mein Hund frisst Scheiße. Der frisst keine Scheiße Margarine. Guck mal, sogar Insekten gehen nicht an Margarine ran. Weil es ist Kunstfett. Das ist aus Erdöl hergestellt. Die sagen, es ist aus Sonnenblumenöl und so. Aber das ist aus Erdöl. Den Rest machen sie in Margarine rein. Man schmierst sie auf dein Brot und dann kriegst du Atherosklerose, dann kriegst du Fette in dein Blut rein, deinen Blutbahn zerfetten und du stirbst an Herzinfarkt von innen. Du kriegst Diabetes, du kriegst Herzkreislauf. Und weißt du, was das Allerkrasseste ist? Die fressen dein Gehirn an, Alter. Die gehen in dein Gehirn rein und zerfressen deine Gehirnzellen. Und dann wirst du dumm und je dümmer du wirst, desto mehr Margarine frisst du. Und bei den meisten Kindern verursacht Margarine Asthma. Ollum, Margarine bringt dich um. Nein. Kalmak bringt dich um. Bitte überprüfen Sie selbstständig das eben Gesagte auf seinen Wahrheitsgehalt. Das Material wurde ausschließlich zu Unterhaltungszwecken ausgewählt. Bedenken Sie Ihren Margarinekonsum. Margarine! Oh!
Währenddessen feiert der legendäre Meteor mit seinem Gefolge ein rauschendes Fest. Schlag mich und du wirst mich nie mehr los. Wo hast du deine schöne lange Peitsche? Zieh deine schwarzen Lederstiefel an und öffne langsam deinen Schoß. Was ist zum Teufel? Chogua, Marexu Chainio! Alarm! 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 Wer bist du? Ich. Dein Bruder. Kolmak. Kolmak? Kolmak. Kolmak? Kolmak. Bruder? Bruder. Bruder? Bruder. Bruder? Bruder. Bruder? Bruder. Bruder? Bruder. Bruder, 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 Bruder. Bruder, Bruder, Bruder. Bruder, Bruder, Bruder. Bruder, 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 Bruder. Kalmak, alleine. Kalmak, Kalmak. Mama, Papa, Familie. Familie? Warum? Kalmak, kleine Junge. Junge. Kolmak. Kleine Junge. Kalmak. Kolmak. Kalmak. Kolmak. Kalmak. Kolmak. Kalmak. Kolmak. Kalmak. Kolmak. Kalmak. Kolmak. Round one. Kalmak. Kalmak.
Round 2. Tamam. Gut. Sehr gut. Ich bin. Backgammon Match. Der Geduldsfaden von Kalmak Kanak ist bekanntlich kurz. Kalmak, keine Zeit! Vater! Du hast ja irgendwas, du Schwein! Dieser Arschloch, dein Vater? Ja, er war mein Vater. Und weißt du was? Wir haben dich nur benutzt, du Idiot! Der kleine Junge ist nicht nur böse, er ist auch der Sohn von Meteor. Ich hasse dich! Ich konnte dich doch nie leiden. Kleiner Junge! Kalmak. Kleiner Junge. Böse. Der kleine Junge ist der Sohn des Bösen. Kleiner Junge! Fahr zur Hölle! Kalmak. Kalmak, Bruder. Oh. Wo kleiner Junge? Kleiner Junge, kaputt. Kaputt. Nun sind die Kanak-Brüder wieder vereint. Bruder und Bruder, Kalmak und Kolmak. Kalmak.
der Mond am Himmel steht. Dann ruf seinen Namen, ich weiß, dass er dich hört. Kalmak, Kanak, Krieger der Liebe. Kalmak, Kanak. Kalmak, Kanak, Krieger der Liebe. Kalmak, Kanak. Sein Herz brennt wie Feuer, ein heißer Vulkan. In ihren Bann. Und wenn der Tag erlischt und der Vorhang für dich fällt, dann ruf seinen Namen, ich weiß, dass er dich hört. Kalmak, Kanak, Kanak.